Freunde, ein Monat ist wieder um und wir haben wieder das Einkaufsvideo für euch. In diesem Monat habe ich mal wieder ein paar tolle Sachen entdeckt bei einem Shop, den ich vorher nicht kannte. Nennt sich Vintage Designer aus Dänemark. Da kann man super Sachen einkaufen, um deine Möbel zu veraltern oder jedes andere Objekt, was man vorhat. Und wenn es nur ein Bild ist oder eine Kiste oder ein Tablett oder sowas. Da gibt es zum Beispiel dieses Produkt hier, Salt Wash. Da habe ich mir so ein Starter-Set geholt und da ist dann alles drin, was man erstmal braucht, um damit anfangen zu können. So ein Mischbecher. Ich habe jetzt hier aber noch ein paar extra Mischbecher genommen, da brauche ich immer welche von. Und die sehen schön aus, Salt Wash, so 60er-Jahre-Look, fand ich cool. Dann sind da Pinsel mit drin, die man braucht, um damit arbeiten zu können. Dann hat man ein Schwämmchen, wollte ich gerade sagen, ein Schleifschwamm, um, naja, bei Alterungssachen muss man ja öfter mal irgendwo schleifen, da hat man hier den Schleifschwamm mit bei. Hier ist dann dieses Produkt an sich. Man hat auch noch einen Spatel mit drin zum Umrühren. Man muss ja dieses Zeugs hier, diese Salt Wash, das ist ein Pulver, ich mache das mal auf. So, hier seht ihr jetzt, das ist ein Pulver. Kann man hier mal rein? Ist das körnig oder irgendwas? Ein ganz feines Pulver eigentlich. Und das kann man jetzt in jede Farbe reinmischen. Ob das jetzt eine Acrylfarbe ist, ob das ein Lack ist, ob das, was gibt es denn noch für Farben? In jede Farbe, die ihr so habt, in Kreidefarben, in Acrylfarben. Ja, in alles, was ihr habt, kann man das Pulver reinmischen. Und dann kann man damit Sachen gestalten, also veraltern lassen. Hier seht ihr jetzt mal so einen Blumentopf. Und hier oben drauf sieht es aus, als wenn da so Patina. Patina ist. Da kriegt man so eine Alterungsstruktur, das aussieht, als ob das abbröckelt oder so eben dicker schon geworden ist, die Farbe, bevor sie abbröckelt. Also da ist dann hier so eine Beschreibung mit dabei, was man damit machen kann. Hier Bilderrahmen gestalten und das sieht wirklich richtig alt aus. Und das Tolle finde ich eben, dass man das in jede Farbe reinmachen kann. Das, viele Sachen kannst du ja nur eine bestimmte Sorte Farbe reinmachen. Hier, du kannst auch so ein altes Metalldingens veraltern lassen. Und dann sieht das so richtig alt und abgegrubbelt aus. Also, ist schon cool. Die haben hier so ein paar Beispiele drin. Man kann auch auf der Seite gucken von Vintage Designer oder Salt Wash. Kann sich angucken, wie das gemacht wird. Aber wir machen das natürlich auch in der nächsten Zeit. Oder haben es vielleicht schon gemacht zwischenzeitlich. Und hier eben für Schränke, Möbel, Krams, alles was man so hat. Das ist ein süßes Bild. Und ist eben mal was Neues, was wir so noch nicht kennen. Muss ich unbedingt haben, probieren wir aus. Dann gibt es da so verschiedene Dekoupagepapiere, gibt es ja auch bei verschiedenen Firmen und Herstellern oder Shops. Aber da sind jetzt extravagante Papiere, Bilder, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Pferd, also ein Pferdebild ausgesucht mit drei Pferdeköpfen. In A3 sind die alle, 29 x 42 cm. Dann habe ich hier mal so einen Herbstbaum, Baum im Herbststurm oder irgendwie so ein düsteres Bild. Und dann habe ich hier mal so einen Texas Longhorn Stierkopf. Da gibt es ganz viele verschiedene, also da kann man ruhig mal stöbern. Ich wollte jetzt mit diesem Pferdekopf demnächst was machen. Vielleicht haben wir das ja auch schon fertig. Können wir mal schauen. Die fand ich so schön, habe ich noch nie auf Dekoupagepapier gesehen. Pferdeköpfe, da gibt es auch einen ganz wundervollen Schwan. Den muss ich mir auch noch mal holen bei Gelegenheit. Das? Ja, da habe ich mir ein paar Stempel ausgesucht von so eine Riesenteile. IOD, Iron Orchid Designs. Wenn man die so auf dem Foto sieht, dann denkt man, boah, so viel Geld für so einen Stempel. Ja, aber wenn man die Stempel dann im Original in der Hand hat, dann sieht man erstmal, wie groß die sind. Die sind nämlich für Möbelstücke, für Textilien oder sowas. Man kann die natürlich auch ein kleines Teil für irgendwelche kleineren Sachen benutzen, für Tabletts und was weiß ich alles. Aber das sind jetzt mal richtig große Stempel und da müssen wir euch mal zeigen, wie man die verwendet, weil das wusste ich auch vorher gar nicht, wie man die eigentlich verwenden soll oder kann. So,
So, dann habe ich jetzt hier ein Stempelset. Da sind dann so lauter einzelne Worte. Die kann man durcheinander stempeln, so wie man das hier auf dem Hintergrund sieht. Man kann die einzeln irgendwo, gut, das ist alles wieder auf Englisch, aber man kann einzelne Worte irgendwo verwenden. Aber so quer durcheinander ist das eben für, ja, auch für Tabletts, Bilder, für Schränke, alles Mögliche. Klamotten kannst du ein ganzes T-Shirt mit voll stempeln mit den ganzen Worten. Muss man halt erstmal schauen, wo man das hinmacht. Aber ich fand es witzig, so eine großen Worte habe ich eben noch nie irgendwo gesehen gehabt. Dann habe ich mir so einzelne Buchstaben mitgenommen, weil man damit dann auch mal irgendwo auf ein großes Schild was stempeln kann, weil ich und Schreiben, das ist immer so eine Sache. Stempeln ist dann einfacher und hiermit kann man sich dann eben die Worte zurechtlegen und dann eben aufstempeln. Sieht dann eben immer wieder schön und ordentlich aus. Immer besser. Und ganz am Schluss kommt dann das schönste Stempelset, halt jetzt auf den Kopf, was ich eigentlich haben wollte. Queen Bee nennt sich dieses hier, wegen der Bienchen. Müsste da langsam mitgekriegt haben. Dann sind hier so schöne, wie sagst du mal, Wappen. Dann kann man Blätter und so was hier, so eine Ranken machen. Hier ist dann noch so ein schöner Kranz, den man stempeln kann. Ein schöner Kranz, den man stempeln kann. Wir haben dann hier auch so einen Sprüchestempel, den man irgendwo mit hinmachen kann. Hier unten drin sind Bordüren. Ich mach das mal auf. Hier unten drin sind dann diese Bordüren, was ich gerade gesagt habe. Damit kann man dann eben mal eine Umrandung auf dem Bild stempeln oder sowas. Man hat richtig schöne große Stempel für sowas. Man kann hier Ecken stempeln. Man hat diese Kronen für Queen Bee halt. Also da bin ich schon ganz heiß drauf, damit zu arbeiten. Dann kann man bei Vintage Designer auch mal so Holzsachen mitbestellen. Man will ja immer irgendwas bearbeiten, wenn man sich jetzt Stempel kauft oder Decoupagepapier oder eben dieses Saltwash-Pulver, brauchst du immer irgendwas zum Bearbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir dann gleich sowas hier mit. Jetzt denkt er, sagt mir Mann auch gleich, was ist denn das? Das wird mal ein Tablett. Hier sind die Löcher für die Henkel, die hier hinten mit dran sind. Jetzt kann man das Ganze erstmal schön gestalten, dann die Henkel drauf machen und dann hast du ein Tablett. Oder eben als Bild- oder Dekorationstablett kann man sich das dann irgendwo hinstellen. Aber das war jetzt so, wo ich gesagt habe, ja, das brauche ich unbedingt. Dann habe ich hier so ein Set gefunden mit 5 Herzen. Ist eigentlich eine Girlande, kann man aber einzeln verwenden. Ich habe mir gedacht, ich würde das vielleicht einzeln, also hat mir so gleich im Kopf geschossen, ist einzeln zu verwenden, aber muss man halt sehen, wenn man am Arbeiten ist, komme ich mir immer noch ganz andere Gedanken, was man damit machen kann. Kannst du auffädeln oder eben einzeln benutzen und so. Kannst du mal diese schönen kleinen Stempel drauf machen oder naja, gibt ja genug Sachen, die man da drauf verwenden kann. Dann gibt es von IOD ja immer diese tollen Rub-On-Transfers. Da gibt es so richtig große Bilder und ich habe mir gedacht, dieses Mal nehme ich mal so ein großes Blatt mit lauter kleinen Sachen, die drauf sind, dass man mehrere kleine Sachen machen kann. Man macht ja nur nicht ständig irgendwelche Schränke oder sowas. Man hat auch mal entweder hier so ein kleines Herz oder so. Und dann hast du diese Rub-On-Transfers, um auf so ein kleines Teil hier mal drauf zu machen. Da passt dann hier mal so was Kleines oder dieses Engelchen oder vielleicht dieses Pferd oder so was mal drauf. Und dann hat man auch mal so kleine Sachen. Irgendwo braucht man auch mal kleine Teile zum Dekorieren. Und hier ist ja dann wohl eine ganze Menge drauf. Richtig cool. Und in jeder Packung drin ist dann natürlich auch so ein Rubbelwerkzeug, womit man das dann eben übertragen kann. Und da wir jetzt gerade bei Iron Orchid Designs sind, habe ich mir auch noch solche großen, ich habe gar nicht gewusst, dass sie so groß sind, Silikonformen mitgenommen. Da ist dann auch wieder dieser Kranz, den ich da auf dem Stempel hatte. Hier sind dann Bienchen und Krönchen, dass man das auch als gegossene Teil irgendwo draufkleben kann. Fand ich cool, kann man die Stempel und diese vielleicht miteinander verbinden oder eben jedes einzeln sieht schon schön aus. Aber das sind doch mal Formen, die habe ich vorher noch nicht gefunden. Also war ganz erstaunt, was es so für verschiedene Sachen da alles so gibt. Wenn man so im Kaufrausch ist, dann findet man natürlich noch viele andere Sachen. Man darf da ja nicht so genau gucken. Da habe ich dann diese Engelchen gefunden. Da habe ich auch gedacht, das sind so kleine Engelchen. Aber die sind ja wohl richtig groß. Wenn man jetzt hier sieht, zweimal eine Handfläche, die hier drauf passt. Also das sind wirklich große Ornamente, die man irgendwo drauf machen kann. Das ist wirklich was für schöne, große Sachen. Oder eben diese kleinen. Da sind ja immer große und kleine Sachen mit bei. Dass du wirklich für alle Eventualitäten das Richtige da drauf hast eben.
Dann gibt es bei diesem oder in diesem Shop Vintage Designer auch noch die ganzen Sachen von Wood Event. Gut, da hatte ich jetzt ein paar Sachen, aber diese Engelchen hier, die fand ich so schön, ich sagte, die nimmst du gleich nochmal mit, weil ich mir nicht getraut habe, die irgendwo drauf zu setzen. Jetzt habe ich zwei davon, jetzt kann man eins ruhig verarbeiten. Und dann wollte ich schon lange mal ausprobieren, ob diese IOD-Knetmasse oder diese Modelliermasse, sagen wir immer, lufthärtende Modelliermasse, ob die jetzt besser ist als die anderen. Müssen wir ausprobieren. Ich habe mir jetzt einfach mal eins mitgenommen. Ist halt von der Firma und wenn man mit den Sachen arbeitet, nimmt man da meistens auch die Sachen, die davon sind. Gibt natürlich auch verschiedene andere Modelliermassen, muss man sich entscheiden, ob die oder die. Man bleibt im System. Eigentlich bleibt man im System, genau, sagt man immer. Und dann wollte ich mal ausprobieren, von IOD gibt es da Stempelkissen, leere Stempelkissen. Dafür gibt es dann diese verschiedenen Farben, Stempelfarben, die man da einarbeitet. Und ich habe mir da so Videos angeguckt und die haben damit zum Beispiel auf Stoff gestempelt, haben das dann eingebügelt und haben dann praktisch Kissen und sowas mit diesen schönen großen Stempeln gestaltet. Und dann hast du eben deine Textilien, alle passend in der Küche oder wo du das machen möchtest. Und ich dachte, probieren wir einfach mal aus. Da gibt es natürlich verschiedene Farbtöne. Für jeden Farbton bräuchte man jetzt eigentlich so ein Stempelkissen. Aber ich wollte erst mal eins ausprobieren. Farbtöne habe ich mir mehr mitgenommen. Aber so eine Stempelkissen, die waren, glaube ich, auch gerade ausverkauft. Die müssen erstmal wieder nachkommen. Aber zum Ausprobieren, ich mache da erstmal schwarz rein. Schwarz kann man überall drauf stempeln, auch auf Schränke und sonst was. Und dann, ja, müssen wir mal sehen, was wir daraus schöne zaubern. Dann habe ich noch bei farbtonpapier.de solche tollen Sternstanzen gefunden, also Stanzschablone, um einen Stern auszustanzen. Die Teile muss man sich immer 7-mal ausstanzen und dann kann man sich diesen Stern hier machen oder diesen Stern. Wir haben da schon mal Sterne mit gebastelt, also den großen, das ist dieser Stern hier, der große, und der kleine hier, das sind diese Sterne. Die sehen doch wohl toll aus. Ja. Wunderschön. Also toll für einen Weihnachtsstrauß oder für Geschenkanhänger oder sowas kann man die nehmen. Und in dem Paket waren dann auch noch solche Flyer mit drin. Da sind dann immer so ein paar Ideen von der Firma selbst, dass man auch mal sehen kann, wie das aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel mit alten Buchseiten solche Sterne macht. Das sieht auch toll aus. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Also das könnte man auch mal machen. Oder hier, die haben auch so Kugeln. Dann kann man sich Kugeln aus Papier machen. Ist auch toll für einen Weihnachtsbaum. Und die haben jetzt hier als Papier alte Landkarten und sowas verwendet. Musste erst mal drauf kommen. Das sieht richtig cool aus. Oder hier, eben wenn man die Blüten so zusammenlässt, also die muss man ja erstmal falten und wenn man die nicht auseinanderfaltet, sieht es so aus. Und wenn man sie auseinanderdrückt, diese gefalteten Sachen, dann sehen die Blumen gleich wieder ganz anders aus. Also da kann man so viel mit machen. Hier ist nochmal eine Sorte Blümchen und hier ist nochmal, wenn die dann bestempelt werden. Und wenn man jetzt hier zwei Größen nimmt, ist einmal die große Blüte und einmal die kleine Blüte. Und wenn man die zusammensetzt, dann hat man mal eine große und ein großes und ein kleines Blatt. Musste erstmal drauf kommen, aber die beschäftigen sich halt den ganzen Tag damit. Und dann kommen die auch auf Ideen, wo ein anderer ja nicht so drauf kommt. Und das sieht richtig toll aus, diese Blüten. Für Sommersträuße und sowas. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Einkauf bei Stempelmühle. Da habe ich wieder neue Sachen gefunden. Die hat wieder eine Lieferung gekriegt mit Holz ist das vielleicht ja nicht. Ich weiß nicht, was das Presspappe oder was weiß ich. Solche Teile von Hobilicious. Ich kann das immer noch nicht aussprechen. Hobilicious. Da habe ich mir solche Tags mitbestellt. Da sind 3 in einer Packung drin. Kann man mal schön gestalten. Und weil hier oben so eine, naja, so wie Zahnräder so was drauf ist, habe ich mir gedacht, da kann man dann auch mal ein bisschen was gestalten. Dann habe ich da so ein Teil gefunden. So ein großes. Hier eine Ui, Uhr. Zahnrad. Das sieht ja gut aus. Uhr. Fand ich auch cool. Müssen wir mal irgendwie eine Uhr basteln. Sehen, wann wir da Zeit finden. Dann habe ich einen Stempel gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine neue Firma ist. Flori Ledges Design steht hier unten auch drauf. Aber das ist bei Stempelmühle jetzt im Angebot mit. Und habe ich mir gedacht, ein Holzstempel. Man sieht jetzt, wenn man das so stempelt, das ist immer mal so unterbrochen. Finde ich eben
cool, dass das so vintage aussieht. Und man hat praktisch eine ganze Buchseite, die man stempelt. Das habe ich auf dem Angebot da gar nicht so gesehen, dass das so eine riesen Stempel sind. Guck mal, das ist so groß wie meine Hand. Also 10 mal 15 cm. Da habe ich immer so hin und her gemessen. Ja, das sind aber 20 cm mal 10 cm. Da steht 10 mal 15. Und das sind 15, guck mal. Ja, mehr nicht. 15 und 10. Sieht so groß aus, ja. Ich habe auch gedacht, das ist viel kleiner, als ich die bestellt habe. Und war schön überrascht. Kann man für eine ganze Seite von einem von einer Karte das Deckblatt machen. Und sieht richtig cool aus. Das war nicht cool aus. Das ist jetzt auch eine neue Firma irgendwie. Das habe ich bei ihr auch noch nie gesehen. Crafty Individuals. Und da ist dann dieser Pinguin, der sich als Elch verkleidet. Auf Schlittschuhen. Auch ein bisschen mit Schrift hier bestempelt, der guckt ein bisschen bedröppelt, den fand ich so toll und der ist auch richtig groß. Ja. Also, und das wollte ich hier nämlich miteinander verbinden, aber der verdeckt ja eigentlich schon fast die ganze Seite mit. Aber das habe ich gedacht, die wollte ich so zusammen, muss auch mal eine Weihnachtskarte mit basteln, das fand ich so cool. Und dann gibt es immer wieder mal eine neue Farbe von Distress Oxiden. Da habe ich, glaube ich, schon 65 Stück von und da kommt jetzt jeden Monat noch eine neue Farbe. Also, oh, das ist ja unnormal. Die letzten habe ich gar nicht gekauft, weil ich gedacht habe, ach, pff, reicht eigentlich. Aber bei dem Lila konnte ich wieder nicht dran vorbei. Das ist für mich hier ein Lila-Ton und den musste ich jetzt auch noch mit haben. Dann sind von Suri schon wieder neue Formen gekommen, neue Silikonformen. Aber manche Sachen muss man einfach haben. Das hier sind so Karten, die man gießen kann und dann mit so Totenkopf und sowas drauf. Also, die fand ich auch so cool. Muss man bloß ein Projekt für finden, wo man die jetzt wieder mit verarbeiten kann. Hier oben sieht man das ein bisschen, wenn man da dran zoomen kann. Da kann man jetzt aus Harz sich die Form gießen oder eben aus selbsthergestellter Modelliermasse oder aus Keramik oder was auch immer. Man kann dann diese Karten da verwenden. Also wenn er da mal einen tollen Tipp habt, wo man die ich finde die cool, aber viele Sachen legt man sich auch einfach bloß hin, obwohl man sie toll findet und wesentlich so ein richtiges Projekt damit zu machen. Dann hatte ich vor einer ganzen Weile mal die ganzen Buchstabenformen gekauft von Suri. Also da war so ein Bilderrahmen, also so ein Rahmen und dann die Buchstaben von A bis Z. Und jetzt gibt es auch die Zahlen dafür. Ich meine, das ist immer ein ganz schöner Wert. Ich glaube, die kosten 57 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Also komplett. Komplett, glaube ich. Und ist ein ganz schöner Preis, aber eine Zahl kann man immer mal verwenden. 18. Geburtstag, 60. Geburtstag oder was auch immer, 2022, was jetzt kommt, könnte man vielleicht eine schöne Zahl, Stecker gießen, irgendwas man braucht. Das sind so Sachen, die muss man einfach haben, auch wenn man sie vielleicht nie verwenden wird, aber Zahlen, doch, Zahlen braucht man immer mal. Also die waren auch so ein Muss, die Zahlen. Und dann hat Suri so eine Steampunk-Kollektion rausgebracht. Da gibt es so verschiedene Zahnräder. Und die sehen jetzt mal richtig ganz anders aus als andere Zahnräder immer so, weil die so schöne Motive so innen drin haben noch. Anders als andere Kinder. Anders als andere Kinder. Die machen ganz andere Sachen, als die ganzen anderen Silikonformen immer sind. Also echt, da darf man ja nicht reingucken. Du findest immer irgendwas und eigentlich willst du alle haben. Wenn du sie erstmal angefangen hast zu kaufen, willst du sie alle haben. Das ist mal nicht cool. Das. Der ist doch süß, oder? Da habe ich auch eine ganze Weile überlegt, nimmst du ihn oder nimmst du ihn nicht. Da hatte ich schon mal einen, da ist nur so ein großer Kopf, der Weihnachtsmannkopf gewesen. Und jetzt gibt es den wieder als ganzen, kompletten Weihnachtsmann mit einer Tanne noch drauf. Das sind natürlich lauter einzelne Sachen, die man ausstanzt. Schon bei dem Stiefel hier unten hast du erstmal den Stiefel und dann noch das kleine Graue hier so drauf. Dann noch diesen Rand, dann hast du die Hose, Jacke, was weiß ich, dann immer noch diese unterschiedlichen Farben damit drauf. Also da hast du eine ganze Menge auszustanzen und das dann zusammenzusetzen, das ist immer ganz schön pummelig. Aber die Arbeit, 3D. Aber die Arbeit lohnt sich, das sieht wirklich immer wieder edel aus und du kannst es eigentlich auch ausmalen, wäre auch eine Option. Aber diese von Sissex, diese Figürchen, die sind einfach immer wieder Hammer. Dann hatte Stempelmühle so neue Stempel wieder von Stamping Bella. Die machen auch so süße Sachen. Hier eine kleine Meerjungfrau in einer Muschel. Mit einer Perle. Mit einer Perle. Sieht doch wohl süß aus. So was muss man haben. So für, ich weiß nicht, wo man das drauf stempelt, aber man muss das erstmal haben. Das sieht so schön aus. Irgendwann müssen wir das mal unbedingt stempeln. Und dann hier vor allem, das müsste es als Hunde geben. Das gab es jetzt als Katzen. So eine Katzenreihe, die sich zusammendrängeln.
fand ich auch cool. Das sind alles so Ausstanzer. Stempel. Ach, Stempel. Stempel. Die sind so ja schon vormontiert, also da ist schon so ein EZ-Mount hinter, dass man das wirklich mit einem, na, mit so einem durchsichtigen, oh, wie heißen die Dinger jetzt hier? Mit so einem durchsichtigen Stempelblock stempeln kann. Kann man dann drauf machen, muss man nur die passende Größe haben. Da kleben die dann dran oder auch mit so einer Stempelhilfe kann man die auch toll machen, weil die halt schon montiert sind. Die sind so süß, also ach, schöne Sachen. Dann gab es neue Farbtöne, alles so pastellig. Kann man schön gebrauchen für diese ganzen Winterbasteleien von Stamperia, genau. Stamperia. Da gibt es nämlich so Winterblöcke in so einem Pastellton, rosa, zart. Und da passend, wenn man damit was basteln möchte, diese tollen Farbtöne. Allegro Selection, das sind wirklich ganz toll deckende Farben. Also da müsste man sich auch mal alle von zulegen, wenn man hier noch Geld hat. Das ist wirklich echt. Die bringen immer wieder schöne neue Sachen raus und du bist schon echt am Verzweifeln und sagst, alles kann man einfach nicht kaufen, aber die Farben sind toll. Und dann hat Stamperia immer wieder solche tollen Die-Cuts, heißen die ja, also ausgestanzte Teile. Das ist jetzt mal hier für Lady Vagabund wieder so Sachen, die man dann auf seine Projekte immer mal mit drauf machen kann. Dieses fliegende Haus habe ich ja schon als Form. Dann sind da immer wieder Uhren mit bei, Koffer und sowas. Und das kann man da überall schön mit brauchen. Das ist richtig dicke Pappe, die man immer nehmen kann. Und dann so für Geburtstagskarten und sowas habe ich mir gedacht. Da gibt es auch so eine Papierserie. Stamperia, welche? Sweetie. Und dann sind da lauter so kleine Sachen bei hier, diese Macarons oder Torten oder so Tassen und Krams. Also wirklich schöne Sachen. Braucht man nicht selber gestalten, kann man einfach diese Die-Cuts nehmen. Das sieht immer wieder cool aus. Dann habe ich mich jetzt endlich dazu entschlossen, doch nochmal ein paar Blöcke zu nehmen, wo ich immer so drum rumgetänzelt bin ein bisschen. Das Opium der Bastler. Ja, das Koks der Bastler, das ist fürchterlich. Und man darf das wirklich nicht sehen, du darfst nicht reingucken, dann geht das ja auch alles. Aber wenn du das erstmal siehst, dann ist es vorbei. Und hier bin ich immer eine Weile schon rumgetänzelt. Alice im Wunderland ist ein schöner Block und ich habe immer Angst, dass man die dann irgendwann nicht mehr kriegt. Also musste sie dann mal irgendwann kaufen, um vielleicht damit mal was Schönes zu basteln. Also Stamperia hat halt immer wieder schöne Sachen. Und dann hier für Winter gerade dieses Antarktik mit Eisbären. So Winter. Der Wolf sieht gut aus. Der sieht schön aus, ja. Das sind schöne Sachen. Also die haben immer schöne Papiere. Wirklich, wirklich schöne Papiere. Und auch relativ preiswert, also die Firmen, die kosten das Doppelte und Dreifache. Das ist auch Stamperia, Mensch, wusste ich gar nicht. Hier mit alles für Liebe, so ein bisschen Pärchen drauf und sowas. Gibt ja immer so Anlässe, dass man solche Papiere braucht. Ach, hier hinten sieht man das mal ein bisschen. Dass man in Love irgendwas zaubern muss. Dafür sind dann diese Papiere toll. Und hier ist nochmal eins. Celebration. Mit, da habe ich mich wegen Obst und Rosen und das ist auch mal ein bisschen was Unterschiedliches hier. Schöne Sachen, Holz mit Noten. Sieht so aus wie Holz mit Noten. Ja, ich habe mir gedacht, ein bisschen was Außergewöhnliches muss man auch mal liegen haben an Papieren. Dann gibt es neue Stifte. Distress, Crayons, also die Stifte gibt es schon ewig, aber neue Farben, die lassen sich ja auch bestimmt jeden Monat neue Farben einfallen. Jetzt diese ist die Halloween-Sache und ich weiß gar nicht, wie die hier heißen. Steht da immer irgendwas drauf. Also das hier war Halloween und das hier weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls mit Lila und ja, Stifte kann man auch nicht genug haben. Und dann hat die Firma Redesign, die ja eigentlich so Silikonformen macht, daher kennt man die eigentlich, die haben jetzt so Pasten rausgebracht, Kreidepasten. Ich habe da jetzt so ein Grau und ein Grün. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen, wofür man die benutzt eigentlich, aber ich habe sie jetzt erstmal mitgenommen. Um zu testen. Um mal zu testen, was man damit machen kann. Manche Pasten sind ja extra für diese Formen, vielleicht sind die ja extra für die Formen. Oder eben für Schablonen und sowas sind die bestimmt auch geeignet. 100 Milliliter und vor allem in Chalk. Sonst gibt es Metallic-Pasten und was weiß ich alles, gibt es zuhauf. Aber nicht in Kreideoptik, Kreidefarbe. Dann hat Wenke wieder diese kleinen Taschenkalender, oder wie die sich nennen.
zum Basteln. Da sind ja dann immer mehrere Jahre gleich drauf. Das ist ja Januar, Februar, März. Und hier fängt jetzt schon wieder mit Februar an. Also da sind etliche drauf. Sieht ja bald aus, als wenn da 10 Jahre, also 10-mal das Jahr drauf ist. 22. Schön zum Basteln. Muss man bloß noch wieder eine Idee haben, wo man diese Kalender draufsetzt. Also es gibt ja immer ganz viele Ideen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal ihn. Hier kannst du zum Beispiel einen Kalender draus basteln. Da kann man einen Kalender draus basteln, das stimmt natürlich. Ja, du hast ja gleich wieder eine Idee. Ja, man muss das erstmal zusammen sehen. Ich bin der Genie der Familie. So, und hier sind dann mal Clearprints. Also die sind auf so einer Folie aufgedruckte Sachen, dass man... Wofür nimmt man sowas immer? Kann ich euch das erklären? Buchumschläge, Briefumschläge. Durchsichtige A4-Blätter mit Druck drauf. Und wie viel sind da drin? Steht da drauf, wie viel drin sind? 6 Stück in A4. 6 verschiedene. Hier sieht man so ein bisschen die Muster, die da drauf sind. Und so, hier sieht man so alle. Hier das Tor, Schachspiel, Alice im... Ach, das gehört alles noch zu Alice im Wunderland. Nochmal ein Schachspiel und diese ganzen einzelnen kleinen Teile. Auch tolle Sachen so zum Basteln. So, dann kommen wir jetzt noch zu den beiden Boxen, die ich jeden Monat bestellt habe. Das ist jetzt hier die Crafters Companion Box, dieses Mal die Nummer 39. Soweit sind wir jetzt schon. Wir zeigen euch jetzt einfach mal, was da drin ist. So, ich habe mir das hier schon mal aufgeschnitten. Hier sind dann solche Steinchen drin, selbstklebende Steinchen. Dann haben wir Cut and Emboss Folder, also hier unten wird abgeschnitten und das hier wird geprägt. Cut and Emboss für Karten. Dann hast du den Rand geprägt und abgeschnitten eben. Dann haben wir hier Clear Stamps und wieder Sprüche. Celebrate your day, you are beautiful. Have a special day und so weiter. Das sind die Stempel dafür. Was haben wir hier? Ribbon. Das sind wieder die Bänder. Die man immer gebrauchen kann, so wir festgestellt haben. Ja, und wenn für Weihnachtssterne ist. Ja, brauchst du für alle mögliche immer wieder. Die sind mal wieder in so zarten Pastelltönchen. Dann haben wir Embossing-Folder hier drin. Das auch. Die Embossing-Folder sind auch immer wieder, arbeitet man viel zu wenig mit. Hier sind dann solche Schnörkel. Das ist cool, für 15x15er Karten. Also Schnörkelchen. Hier haben wir so eine Zickzacklinien. Und hier haben wir mal Pünktchen. Pünktchen. Ja. Ja. Dann haben wir wieder die Kartenrohlinge. Verschiedene Größen. Na, komm raus. Kartenrohlinge. So, dann haben wir dazu die passenden Umschläge wieder mit drin. Dann haben wir Die-Cut-Sheets. Das sind wieder so eine Worte, die man sich dann ausmachen kann hier und farbliche Gestalten, um die auf die Karten zu setzen. Das ist nicht schlecht. Braucht man nicht ausstanzen, die sind dann schon fertig ausgestanzt. Immer Blüten und immer Worte. Ja, einmal Blüten und einmal Worte. Dann haben wir wieder Designpapier mit bei. Verschiedene. Oh, wie so Aquarell. So nicht schlecht. Ja, sieht auch cool aus. Blümchen. So noch eins, ja, noch so eins. Und dann dieses einfarbige Papier ist ja dann auch immer mit bei. Und hat dann diese Pastelltöne, wie die Bänder waren und die Steinchen sind. Machen sie immer passend, ja. Machen sie alles immer passend, ja, dass du alles komplett passend hast. So. Schon cool. Und auf dieser Verpackung sind dann schon gleich immer ein paar Vorschläge, was man damit machen kann. Also oben und unten ausstanzen. Dann macht man meist so eine Folie hier dazwischen, kann die Blümchen da so mit reinsetzen, die damit bei sind. Man kann die Karte so am Rand entweder hier unten ausstanzen
Man kann die auch seitlich hinlegen. Hier sieht man das mal ein bisschen besser. So ein Band zum Abtrennen mit drauf. Nur embossed und übereinander gelegt. Hier mit diesen Pünktchen und mit Farbe ein bisschen drüber gegangen. Diese Blümchen zusammengesetzt. Farblich passend zu dem Untergrund, den man gestaltet hat. Kann man ja alles mit diesen Distressoxiden oder mit Stempelkissen anderer Art, was man so gerade hat, farblich passend alle zusammensetzen. Also die haben da schon immer schöne Sachen. Hier ist auch nochmal mit so einer Banderole, jetzt muss ich auf das Wort, eine Banderole drüber und dann die Blümchen geprägt und hier unten ausgestanzt. Also kann man schöne Karten mitmachen. Ja. Und jetzt kommt das Highlight für diesen Monat. Also da fallen euch wieder die Augen aus dem Kopf. Das ist jetzt hier das Bastelkit von Stempelmühle, was Stempelmühle direkt immer zusammen macht. Und das ist jetzt für Weihnachten, weihnachtliche Dekoration. Oh, Wahnsinn. Ja, zu sehen. Ja, habe ich extra umgedreht. Ich habe ja schon mal reingeguckt. Hiermit kann man jetzt kleine Anhängerchen basteln. Mit so einem Lebkuchenmännchen hier zum Beispiel, dass man solche Anhänger sich macht. Stanzschablone ist mit bei und Stempel ist mit bei. Oder eben, dass man sich so ein Rentier als Anhängerchen macht. Stanzschablone und Stempel, alles wieder drin. Finde ich ganz cool als Geschenkanhänger. Und dann kann man eben draufschreiben, für wen das ist. Also wir brauchen noch ein paar mehr Geschenke, damit wir ein bisschen was von diesen Anhängerchen verwerten können. Dann haben wir hier so kleine Stempel von Gummiapan mit bei. Von ganzem Herzen als Gummistempel. Den muss man aber noch aufmontieren mit diesem EZ-Mount, damit die kleben. Frohe Weihnachten kann man immer gebrauchen. Schöner Schriftzug, also eine schöne Schriftart. Hier nochmal frohe Weihnachten, ganz klein. So eine Kleinstempel hat man nämlich immer viel zu wenig. Und das Wichtigste, auf Deutsch. Auf Deutsch, genau, auf Deutsch. Dann haben wir hier so kleine Stanzen für, also für wen das ist und von wem das ist. Für und von. Dann haben wir hier mal so ein kleines Herzchen, was man irgendwo mit aufsetzen kann. Ui. Sternchen, oval, so ein Viereck und diese Teil. Da kann man zum Beispiel diese kleine frohe Weihnachten drauf machen. Dann haben wir hier mal so ein ausgefallenes. Da ist aber drin. Ja, das Beste kommt erst noch. Ach, das kommt noch. Kommt erst noch. Dann haben wir hier so ein kleines Anhängerchen, wo du auch wieder draufschreiben kannst, für wen das ist. Und mal so ein bisschen krunkelig ausgeschnitten, so Grunge oder sowas, wie sie das immer nennen, steht das hier auch. Old Heart Tech. Old Heart. Naja, gut, hier ist ein kleines Herz. Aber das ist ein Tech. Und hier ist nochmal so ein kleiner Anhänger. Und jetzt kommt das Hauptsächliche. Hier haben wir jetzt Stanzschablonen für, wie heißen die immer, Weihnachtssterne. Und Weihnachtssterne, die sind mal mit Steampunk-Motiven drin. Das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Mit Zahnrädern oder eben so eine Zacken, was da so ist. Und passen diese Blätter dazu und diese runden Dinger, diese Bären, die da immer mit bei sind, als Stanzschablonen. Also das lohnt sich hier wirklich wieder. Und damit kann man wieder tolle Deko zaubern, wenn man sich so einen Weihnachtsstern ausstanzt, farblich gestaltet und dann auf dem Geschenkpäckchen mit drauf macht, das sieht bestimmt edel aus. Und dann diese Anhängerchen dazu oder eben diese Anhängerchen. Aber wir basteln ja damit, wir zeigen euch, was da man da eine Tüte drin. Das ist ein kleiner Kaugummi. Kleiner Bonbon. Oh. Ein Kokos Crispy. Oh. Für die kleine Basteltante, damit sie gleich was zum Leckern hat. Vergiss es. Danke. So ihr Lieben, ich denke, das hat sich jetzt wieder gelohnt für diesen Monat. Also ich habe eine ganze Menge zu basteln. Einige Sachen haben wir schon fertig gemacht, könnt ihr schon sehen bei uns auf dem Kanal. Und bleibt also weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten Sachen, immer wieder die schönsten Sachen und vor allem auch, was man damit anstellen kann. Schön. Alles mient. Alles schön. Ja. Die Welt ist heil, wenn die Bastler... Wenn das Bastelpaket kommt.